Wir müssen dir etwas Wichtiges sagen. Wir ziehen um. Weit weg? Ja, schon, wegen der neuen Stelle. Wann? Beim nächsten Vollmond. Was? So bald? Jetzt habe ich endlich Freunde gefunden. Du kannst sie ja in den Sommerferien besuchen. Oder ihr schreibt euch. Das ist doch nicht das Gleiche. Ihr seid so gemein. Ich habe eine gute Neuigkeit für euch. Wir bekommen eine neue Schülerin. Ein Reh. Und wann? In 3 Wochen. Ist jemand von euch schon einmal umgezogen? Ich nicht, aber eine Freundin von mir ist weggezogen. Das war voll schlimm. Ich habe sie total vermisst und für sie war es noch viel schlimmer. Sie kam in eine neue Klasse und hat niemanden gekannt. Ihr Lehrer hat nur gesagt, das ist eure neue Mitschülerin und hat sie dann einfach alleine an einen Tisch gesetzt. Krass. Ja, in den ersten Monaten hat sie sich auch total einsam gefühlt. Keiner in der neuen Klasse hat sich für sie interessiert, obwohl sie voll nett ist. Es ist schwierig, wenn man umzieht und sich an einem neuen Ort zurechtfinden muss. Wir sollten überlegen, was wir tun können, damit sich das Reh bei uns wohlfühlt. Gute Idee. Wir treffen uns nach der Schule am Teich. Das Eichhörnchen und ich haben uns was überlegt. Es wäre doch toll, wenn das Reh uns schon ein wenig kennt, bevor es zu uns in die Klasse kommt. Oh ja! Wir dachten, wir schreiben dem Reh einen Brief und stellen uns vor. Coole Sache. Voll, bin dabei. Gute Idee! Wir können ein Foto von uns allen machen. Und von Herrn Dax, damit sie schon weiß, wer der Lehrer ist. Genau. Und wenn sie dann da ist, backe ich einen riesigen Honigkuchen. Aber richtig groß, damit es für uns auch noch reicht, nachdem du die Hälfte gegessen hast. Schau mal, der ist heute für dich angekommen. Liebes Reh, wir haben gehört, dass du neu zu uns in die Klasse kommst. Wir freuen uns schon auf dich. Bestimmt bist du gespannt, was dich erwartet. Hier siehst du uns schon mal alle. Und hier ist unser Klassenzimmer. Und das ist der Dax, unser Lehrer. Der ist total nett. Wir, Füchsin und Eichhörnchen, haben den Herrn Dax schon gefragt, ob du zwischen uns beiden sitzen darfst. Und er hat ja gesagt. Bis bald! Ein Umzug oder ein Schulwechsel stellt für ein Kind ein sehr schwieriges Ereignis dar, insbesondere wenn es etwas älter ist und bereits wichtige Freundschaften geknüpft hat. Aus dem gewohnten Umfeld herausgerissen zu werden, löst Ängste und Unsicherheiten aus. Beispielsweise, wie geht es jetzt weiter? Werde ich am neuen Ort Anschluss finden? Verliere ich jetzt all meine alten Freunde? Sich in eine bestehende Gruppe zu integrieren, ist nicht einfach. Oft existieren bereits feste Cliquen und Freundschaften, die es dem neuen Kind schwer machen, seinen Platz zu finden. Manche Kinder erleben neue Klassenkameraden auch als Bedrohung. Sie haben Angst, dass sie ihnen einen Freund oder eine Freundin streitig machen könnten und möchten verhindern, dass ihnen jemand ihren Freund wegnimmt. Oft braucht es nicht mehr als einige kleine Zeichen, die dem neuen Kind signalisieren, du bist hier willkommen, damit es für alle leichter wird.